Schaukelmobil. Mr. Krabs setzt es meistens zu Werbezwecken ein. Ich zeig dir mal ein paar von seinen Extras. Sesam Metallic Lack. Alu Gürkchenfelden. Innenausstattung in Grillleder. Yeah. Wow. Heute wird's fertig, heute wird's lecker und deftig. Wir bauen heute das Burgermobil von der Krossen Krabbe mit SpongeBob und Patrick natürlich dabei. Die wollen wieder ein Abenteuer erleben. Von daher basteln wir natürlich auch ihr passendes Gefährt und dann geht's ab. Für unser Burgermobil holen wir uns einfach mal heute ein bisschen Eichenholzstufen raus, dann ein bisschen Seelenerde, ein paar Schleimblöcke, dann ein paar Würknöpfe, dann holen wir uns ein bisschen Blattmaterial raus für unseren Kopfsalat. Ich empfehle einfach mal die Eichenblätter. Dann holen wir uns noch ein bisschen Honig raus, dann ein paar Eichenholztreppen, Blöcke nochmal und dann einen Magneten. Nicht nur ein Burgermobil bauen wir, sondern auch das Rezept eines Krabbenburgers können wir jetzt hier einfach mal darstellen. Dabei beginnen wir natürlich erstmal mit Brötchen. Das Brötchen hat unten, würde ich mal sagen, eine Breite von jeder Seite von 5 Stufenlängen. So, das machen wir hier einmal ganz flink auf jeder Seite 5 Stufen. Zack, zack, zack und können die Mitte ausfüllen. Sobald wir unser Brötchen unten einmal so ausgefüllt haben, schnappen wir uns schon mal unsere Seelenerde. Das ist das Fleisch unseres Krabbenburgers und da wollen wir natürlich hier einmal das Ganze belegen auf unser Brötchen. Zack. Und sobald wir natürlich hier unser Fleisch einmal drauf haben, geht es nochmal zu unseren Eichenholzstufen. Und zwar fliegen wir mal auf die Vorderseite hin, können hier nochmal 3 weitere Stufen platzieren und darüber dann nochmal 5. Dann fliegen wir mal zu den Seiten. Da wollen wir aber was anderes machen. Und zwar in der Mitte können wir zwar eine Stufe platzieren und setzen gleich nochmal unsere Gürkchenregler ran. Einfach hier mit den Knöpfen versehen und darüber dann nochmal 5 Stufen. So, auf der Rückseite genau das gleiche Spiel auf der Vorderseite. 3 Stufen unten und 5 Stufen einfach mal bei unserer Fleischebene. So, und auf der anderen Seite wollen wir natürlich nochmal unsere 2 Rädchen machen. Zack, zack, Knöpfe ran und Stufen rauf. Dann haben wir schon mal den Unterteil von unserem Krabbenburger schon mal fertig gemacht. Jetzt geht es weiter, dass wir unseren Salat einmal raufsetzen. Also ein bisschen Grünzeug muss auch rauf. Dabei setzen wir einfach so ein Pluszeichen oben rauf. Das Pluszeichen hat eine Breite von 3 Blöcken. Und das machen wir natürlich hier zu jeder Seite. Zack, zack, zack. Dass wir halt am Ende dieses schöne Pluszeichen einmal oben drauf erhalten. Und dann geht schon ran an unseren Käse. Und den wollen wir einfach hier in den Ecken noch einmal platzieren. Natürlich müssen wir das hier in jeder Ecke machen. Also 4-mal. Sobald wir unseren Käse wie unseren Salat drauf befestigt haben, geht es wieder weiter mit Brötchen. Das heißt, erstmal stammen wir unsere Eichenholztreppen und können die erstmal auf der Vorderseite hier so 3 platzieren. Und auf dem Käse hier an der Seite machen wir das einfach so, dass es hier an die Treppen ein bisschen aneckt. Das ganze Spiel machen wir insgesamt halt 4-mal. So, Vorderseite und die Seiten habe ich. Kommen wir dann natürlich nochmal zur Rückseite. Da wollen wir auch, dass die Treppen sich so anschmiegen aneinander. Aber aufgepasst, hier hinten in der Mitte setzen wir dafür einfach mal einen Block hin. Jetzt sind wir ja auch gerade bei unseren Eichenholztreppen angelangt und befinden uns hinten. Das heißt, wir fliegen mal runter und schlagen mal hier die letzten oder hintersten 3 Stufen mal weg. Setzen an den Seiten einfach mal 2 Treppen hin und in der Mitte einfach mal einen Magneten. Danach begeben wir uns wieder mal auf die Vorderseite von unserem Burgermobil. Das heißt, jetzt stellen wir mal unsere Eichenholzblöcke und können gleich hier hinter der ersten Ebene einfach mal eine Blockreihe hinsetzen und zu den Seiten jeweils, würde ich mal sagen, nochmal 2 weitere Blöcke. Denn nun wollen wir auch langsam auch unsere Sitze reinbauen in unser Burgermobil. Das heißt, wir schnappen uns nochmal ein bisschen von unserem Krabbenburgerfleisch und ich würde mal sagen, wir setzen hier hinten einfach mal 3 ja, Seelenerde hier einmal an. Dann können wir hier einfach mal 2-mal hier 2 Blockreihen davor mal freihauen. Und wir wollen den Sitz natürlich richtig machen. Von daher setzen wir uns hier zack, zack, zack die Seelenerde so schick hin. An den Seiten machen wir auch nochmal Seelenerde hin. Dann ist das alles schön gepolstert. Und dann würde ich mal sagen, können wir hinten in den Ecken einfach nochmal mal ein paar Eichenholzblöcke hinsetzen. Wunderbar. Und dann wollen wir auch hier vorne das noch verzehren. Da setzen wir einfach mal hier über unseren Blättern einfach mal ein paar Treppen hin. Und hier auf dem Boden würde ich auch nochmal einfach mal ein paar Stufen hier hinsetzen. Dann nehmen wir nochmal unsere Treppen zur Hand und würde mal sagen, hier an der Seite setzen wir auch nochmal 2 Treppen jeweils hin. Ja, sehr schön. Und dann geht es wieder weiter mit unseren Stufen. Die wollen wir hier einmal, wenn ich jetzt auf der Vorderseite gucke, hier einmal 3 Stufen platzieren. Dann gehen wir schräg zur Seite und setzen hier, würde ich mal sagen, auch nochmal 3 hin. Natürlich hier auf beiden Seiten. Und schon geht es weiter, dass wir uns mal ein paar Skelettschädel rausholen, denn ein bisschen Glas. Ich empfehle euch heute mal das hellblaue Glas, am besten dann auch die Scheiben. Dann holen wir uns noch ein paar Schleifsteine raus, denn eine Truhe, denn Schwarzeichenfalltüren, denn eine Eichenholzdruckplatte. Dann holen wir uns noch davon nochmal den Zaun raus, ein paar Eisengitter und ein bisschen roten Beton. Kannst auch gerne rote Wolle nehmen. Zuerst beginnen wir mit unseren Skelettschädeln, das heißt einfach mal, das werden unsere Scheinwerfer werden. Die können wir hier vorne auf unser Burgermobil einmal so schräg zu den Seiten so leicht setzen. Dann nehmen wir mal unsere Glasscheiben, die wollen wir natürlich hier einmal platzieren. Das ist natürlich von unserem Burger das Glas, ganz klar.
Dann wollen wir auch gleich noch ein Lenkrad reinsetzen. Dann nehmen wir einfach unseren Schleifstein. Und ich würde mal sagen, einfach hier so ins Auto setze ich mir auch noch eine Truhe hin. Warum nicht? Hinten auf unseren Sitz wollen wir noch oben drauf noch ein paar Schwarzeichen Falltüren uns platzieren. Und an den Seiten hier nochmal eine Druckplatte von unserem Eichenholz. Dahinter hatten wir hier hinten so einen Block gemacht. Da setzen wir einmal in unseren Zaun rauf und dreimal die Eisengitter. 1, 2 und 3. Dann können wir daran natürlich unsere Fahne basteln. Da kannst du jetzt gerne Beton nehmen oder Wolle, was dir mal besser gefällt. Da machen wir am Ende noch die Schrift drauf. Aber sonst nehmen wir nochmal unser Eisengitter und können jetzt hier hinten unseren Motor noch fertig basteln. Ist ja hier so ein bisschen unser Propeller. Da setzen wir einfach ein Eisengitter ran und fertig. Wir nähern uns schon den Schluss. Wir holen uns nochmal ein paar Gegenstandsrahmen raus. Dann ein bisschen Redstone. Dann holen wir uns ein bisschen Schildmaterial raus. Ich empfehle jetzt einfach mal die Birkenschilder. Ist schön weiß, passt auch gut zum Fahrzeug. Dann holen wir so ein paar rote Banner raus. Und natürlich die entsprechenden Farben. Ein bisschen rote Farbe und gelbe Farbe. Kommen wir erstmal zum leichten Teil. Das heißt, wir setzen hinten einfach mal unsere Rückleuchten ran. Einfach mit dem Gegenstandsrahmen können wir hier zack, zack die Rückleuchten setzen. Und können dann auch gleich schon mal unsere Schilder nehmen. Und zwar machen wir ein Schild auf der Rückseite. Und zwar schreiben wir dann einfach hier 2-Go. Das machen wir nicht nur auf der Rückseite, sondern auch nochmal auf der Vorderseite. Ist einfach das Kennzeichen von unserem Burgermobil. Einfach hier vorne, zack, schreiben wir einfach hier 2-Go rauf und fertig. Jetzt wollen wir natürlich noch hier unser KK machen für Krosse Krabbe. Das heißt einfach, wir nehmen uns ein rotes Banner, fliegen mal zu einem Webstuhl und ganz einfach setzen wir unser K rein. Das heißt, das K hat jetzt eine gelbe Farbe. Dann nehmen wir uns hier einmal, zack, das halbe Banner mit gelb und machen uns hier noch so jeweils so eine Schräge hin. Einmal nach unten, wieder natürlich noch nach oben, zack, zack, und man erkennt schon langsam das K. Abrunden wollen wir das Ganze noch, indem wir einfach nochmal einen roten Rahmen ringsrum setzen. So, und fertig haben wir unser K ganz schnell gebastelt und können damit unsere Flagge noch verzieren. Ich hoffe, du bist immer zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht unser Burgermobil da. Du kannst einsteigen, loswenden und dein Abenteuer erleben. Aber vergiss nicht, SpongeBob und Patrick sitzen bestimmt schon auf der Rückbank und warten auf dich. Von daher wird es bestimmt lustig. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche viel Spaß natürlich beim Nachbauen oder hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.